Ja, wir möchten heute einen Überblick geben über die reichhaltigen Medienaktivitäten der Stadt Köln auf den unterschiedlichen Feldern in Schule, also vor allen Dingen im Bildungsbereich. Ich gebe mal direkt zu Frau Schöer zum Thema Cybermobbing, Medienscouts, etwas, was im Moment auch in aller Munde ist. Genau, und zwar ist es so, ich habe beim RBB eine Stelle, die sich schimpft Internet Stadt Köln. Die Stelle heißt deswegen so, weil es ein gleichnamiges Konzept gibt. Und im Rahmen des Konzeptes wird so die Aufgabe für mich formuliert, Internetkompetenz und Medienkompetenz im Schulbereich zu fördern. Und dazu gibt es halt Projekte, die wir halt in Köln umsetzen. Das ist zum Beispiel einmal das Projekt Medienscouts NRW, was von der Landesanstalt für Medien angeboten wird. Da geht es darum, dass pro Schule 4 Schüler und 2 Beratungslehrer fit gemacht werden im Bereich Medien. Das heißt, die lernen Inhalte ja, von Social Communities zu bewerten. Die lernen auch etwas zur Beratungskompetenz, Computerspiele, Handynutzung. Das sind so die Themenbereiche, in denen die Schüler fit gemacht werden. Und dann in einem zweiten Schritt können dann die Schüler in einem Peer-to-Peer-Ansatz halt ihr Wissen, was sie in dem Projekt erworben haben, an ihre Mitschüler weitergeben. Wenn die aber nicht mehr weiter wissen, weil das sind halt eben immer noch Schüler und keine Experten, dann ist es so, dann bekommen sie Unterstützung durch die Rückfallebene, die halt eben die Beratungslehrer abdeckt. Und genau, sind an ihrer Schule dann verhaftet und können dort dann eben ihr erworbenes Wissen, was sie von uns vermittelt bekommen, beziehungsweise von Referenten von der Landesanstalt für Medien weitergeben. Das sind einmal die Medienscouts. Dann haben wir noch ein sogenanntes iPad-Projekt bei der Stadt Köln umgesetzt, zusammen mit den Kollegen vom Amt für Informationsverarbeitung und leider hier nicht im Bild mit der Universität zu Köln, mit dem Herrn Professor Dr. André Breskes. Da ist es so, wir haben iPads an Kölner Schulen ausgegeben, die sich vorher mit einem entsprechenden Medienkonzept an diesem Projekt beworben haben, für dieses Projekt beworben haben. Und jetzt ist es natürlich nicht damit getan, iPads an die Schulen auszugeben und zu sagen, und jetzt schaut ihr mal, was ihr damit macht, sondern die Schulen werden wissenschaftlich begleitet durch die Universität zu Köln. Es gibt Studenten, die an den Schulen regelmäßig vor Ort sind und das nachverfolgen, Tipps geben. Es gibt Schulungen, die die Lehrer erhalten haben. Wir haben natürlich die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass halt eben mit den iPads an den Schulen auch gearbeitet werden kann. Von, weiß ich nicht, Cloud-Lösungen, wozu der Kollege viel mehr erzählen kann als ich. Von der Infrastruktur, vom WLAN etc. Sage ich mal, so ein Rundum-Sorglos-Paket haben wir versucht für die Schulen zu schnüren, haben aber natürlich auch durch das Projekt auch viel gelernt und erwarten jetzt im Ende Oktober halt den Abschlussbericht von diesem iPad-Projekt. Genau, was mir noch am Herzen liegt, was ich gerne vorstellen möchte, ist das Thema Cybermobbing stoppen. Im Rahmen der Internetwoche, die ja diese Woche in Köln stattgefunden hat, habe ich am Donnerstag eine Veranstaltung auf die Beine gestellt mit genau diesem Titel, Cybermobbing stoppen, wo wir mit ganz tollen Partnern die Möglichkeit hatten, dieses Thema aufzuarbeiten und in Form von Marktplatzständen, die die Partner besetzt haben, dann eben die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Teilnehmer die Informationen, die sie eben brauchen, dann von diesen Partnern holen konnten. Nur ein Beispiel, Partner waren jetzt die Polizei, die Landesanstalt für Medien mit den Medienscouts, mit ClickSafe, Youport, wen habe ich vergessen, Watch Your Web, die Medienberatung, also in unserem Kompetenzteam hier in Köln war dabei. Habe ich Polizei schon gesagt? Ja. Polizei habe ich schon gesagt, egal, Polizei ist immer gut. Genau. Und mit diesen ganzen Partnern haben wir dann diese Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und ja, war sehr gut besucht und ist auch sehr gut bei den Teilnehmern angekommen. Ja, als Mitarbeiter des Amtes für Informationsverarbeitung der Stadt Köln befassen wir uns mit der technischen Umsetzung. Da wir dann ja kompetente und geschulte Schüler wie auch Lehrer haben, müssen wir schauen, welche Werkzeuge der digitale Unterricht der Zukunft benötigt. Das fängt an bei Cloud Computing, zentrale Webplattformen, Anwendungen, sowohl pädagogisch wie zum Beispiel im Bereich
also die Anwendung Moodle. Das reicht von Fragen, wie kann man Stundenpläne im Internet veröffentlichen. Wir befassen uns mit dem Thema Single Sign-On, mit Identity Management. Also nicht nur das, was ich jetzt im Moment brauche, sondern das, was auch für die Zukunft wichtig wird, liegt uns am Herzen. Da ist eben auch das Thema OER ein Bestandteil davon, weil was bringen mir Lehr- und Lernplattformen, wenn ich nicht entsprechenden Inhalt habe. Deswegen bemühen wir uns auch um dieses Thema. Ja, wo die Reise hingeht, kann, glaube ich, keiner sagen. Internet, Zeit, Entwicklung ist schnell. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass eine Notwendigkeit Internet, Bandbreite ist. Deswegen ist dies auch ein Anliegen von uns für die nächsten Jahre, genügend Bandbreite an den Schulen verfügbar zu machen, damit Multimedia-Inhalte und eben diese Digital-Lernmaterialien gut und flexibel genutzt werden können. Dies kann über zentrale Webspeicher passieren, dies können YouTube-Inhalte sein, je nachdem, was der Lehrer oder die Klasse oder der Kurs benötigt. Ja, jetzt zum weiteren Angebot, das sogenannte QS-Wiki Köln. Hinter QS verbirgt sich Qualitäts- und Schulentwicklungs-Wiki. Wir haben, sage ich mal, so die Leitsatz, dass wir sagen, Schule, wenn Schule funktionieren soll, braucht es das QS-Wiki. Dahinter steckt einfach die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass es im Kommunikations-Informationsgefüge einer Schule oft knirscht und nicht so richtig von der Ebene Schulleitung bis in die Tiefen eines Kollegiums immer alles vordringt, dass oft Ratlosigkeit an Schule herrscht, gerade wenn Personalwechsel war, neue Lehrer, womöglich neue Schulleitung an Bord gekommen ist. Und einfach kein Wissen darüber da ist, wie handeln wir diese Frage, was haben wir da für ein Konzept für, wie machen wir das. Und da war unsere Idee, wir müssen ein Instrument in Schulen bereitstellen, das einfach zu einer reibungslosen und einfach handhabbaren Kommunikationsplattform führt. Da haben wir dieses sogenannte QS-Wiki als Konzept, es ist keine Software, es ist ein Konzept aufgesetzt. Das heißt, es besteht aus verschiedenen Modulen. Wir haben einmal ein Tableau eingebaut, so eine Art Ordnerstruktur, möchte ich mal sagen, zur Qualitätsanalyse Nordrhein-Westfalen. Die sucht jede Schule heim. Jede Schule fällt meistens bei der Ankündigung schon in Panik, weil die müssen alle Informationen bereitstellen nach einem bestimmten Raster und müssen das auch in digitaler Form bereitstellen für die Schulaufsicht. Daran mangelt es oft. Man sucht an allen möglichen Ordnern in der Schule alles Mögliche zusammen. Es ist schwierig. Dann, das hat sich inzwischen als das zentrale Stück eigentlich herausgebildet, gibt es ein Modul, das heißt Schule von A bis Z. Da ist dann alles enthalten, alphabetisch sortiert, was im Schulalltag passiert, von Einschulung, wie geht das mit der Einschulung, wie läuft hier das Sportfest an der Schule, was ist mit Antolin, was ist mit dem Sonderschulaufnahmeverfahren. Alles ist da hinterlegt. Dann haben wir noch ein drittes Modul, Inklusion. Das ist im Moment noch relativ, sag ich mal, einfach gestrickt. Das heißt, wir haben da die Indikatoren, Fragestellungen aus dem Index für Inklusion eingestellt, weil auch immer mehr Schulen in den Inklusionsprozess gemeinsames Lernen einsteigen, damit wir da eben auch einfach Arbeitshilfen, Informationen geben können. Das Wesentliche an diesem ganzen Produkt ist, es ist webbasiert aufgestellt. Das heißt, es wird auf geschlossenen Wiki-Instanzen durch das Amt für Informationsverarbeitung bereitgestellt, liegt also auf dem Server der Stadt Köln, liegt nicht irgendwo in der Wolke rund um die Welt. Die Daten sind dadurch gesichert. Und jede QS-Wiki ist nur für die jeweiligen Teilnehmer aus der Schule zugänglich. Das heißt, die Schule bestimmt einen Admin. Dieser Admin erteilt allen im Kollegium, gibt ihnen ein Passwort, sodass sie auf dieses die ganzen Inhalte webbasiert zugreifen können. Wesentlicher Effekt ist eben auch zum Beispiel, wenn Schulleitungswechsel ist, haben wir in der Vergangenheit erlebt, neue Schulleitung kommt, keine Information vorhanden über das, wie Schule bisher funktioniert hat, also quasi ein Handbuch der Schule. Das ist jetzt alles verfügbar. Oder auch wenn Personalwechsel ist, man gibt den Zugang zu dem QS-Wiki, jeder hat alle Informationen parat. Denn,
um jetzt den Bogen zu schlagen, auch zu Entwicklungen wie Open Educational Resources, ist einfach der, dass wir da natürlich auch da Informationen, wie komme ich dahin, einstellen können, auch zu anderen Bereichen wie gemeinsames Lernen oder auch Medienkompetenz, können wir auch dort unter den Stichwörtern A bis Z verfassen, können daraus verlinken und. Wesentlich ist vielleicht noch zu sagen, dass auch, gibt da viele Erlasse vom Land, von der Schulaufsicht oder auch von der Stadt. Da nehmen wir die Arbeit den Schulen ab, das brauchen die Schulen selber nicht einzupflegen. Da haben wir nochmal eine zentrale Instanz, von der wir aus alles diese Informationen selber eingeben, selber einpflegen, damit die Schule sich wirklich auf ihre schulindividuellen Belange, Konzepte, Regelungen, Verabredungen wirklich im Kern konzentrieren kann. Das, um eben auch Kommunikation, Information in Schule auf eine andere Ebene zu stellen. Das war der Hintergrund zu dieser Aktion. Wir haben bisher 20 Schulen schon an Bord, die damit arbeiten mit diesem Konzept. Wir nehmen jetzt aktuell nochmal zwischen 15 bis 20 Schulen neu auf und wollen das auch in der Zukunft weiter ausbauen. Das Ganze lebt auch davon, dass es ein Konzept ist, was durch ein schulindividuelles Coaching vor Ort in den Schulen implantiert wird. Das heißt, die Beratung erfolgt auch schulindividuell abgestimmt. Wir haben Grundschulen, die haben vielleicht andere Voraussetzungen als ein Berufskolleg oder ein Gymnasium. Das heißt, auch da können wir flexibel die Entwicklung abstimmen. Das zum QS-Wiki Köln.